Wenn du dir nicht sicher bist, lass dir bitte von jemandem helfen. Verdammte Scheiße. Mama! Welche Sprache sprechen wir überhaupt? Deutsch! Dankeschön. Danke, danke. Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Ich begrüße euch zu einem neuen Pokémon-Let's Play auf meinem Kanal, nämlich ein Let's Play zu Pokémon X. Ja, meine lieben Freunde und Kinderchens, bevor ich in diesem Jahr mit einem Pokémon-Sonnen-Let's Play durchstarte, wollte ich euch unbedingt nochmal die sechste Generation zeigen, die Kalos-Region zeigen und was kann ich alles an Worte verlieren, bevor das Let's Play losgeht. Ich finde, Pokémon X ist ein wunderbares Spiel mit knackigen Innovationen, mit vielen Neuerungen, auf die wir auch im Let's Play noch drauf zu sprechen kommen. Und ich würde sagen, wir verlieren nicht groß Worte, wir fangen direkt an mit diesem wunderbaren Projekt. Auf geht's! Willkommen in der Welt der Pokémon! Mein Name ist Platan und ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Nein. Die Pokémon sind rätselhafte Lebewesen, man findet sie überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und wieder andere im Wasser. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht und leben in Eintracht miteinander. Aber sag mal, bist du eigentlich ein Junge? Oder ein Mädchen. Da habe ich jetzt aber fast gelacht. Ich bin ein Junge. Wie siehst du aus? Ich denke, ich halte mich blond, weil ich auch im Real Life so aussehe. So ist es. Aha, verstehe. Und wie lautet dein Name? Ich denke mal, ich nenne mich hier erstmal fest Random Kai, weil ihr müsst euch vorstellen, Kinders, es gibt hier in diesem Spiel noch die Funktion, sich einen... Nein! Sich einen Spitznamen verpassen zu lassen. Und deswegen würde ich sagen, hier als Hauptname erstmal nennen wir uns Random Kai und danach gucken wir mal, ne? Vielleicht King Kai Rule oder so, ja. Nein, wir gucken mal. Wobei King Kai Rule schon was hätte, ne? Random Kai heißt du also, ist das richtig? Ja. Random Kai, was? Ein toller Name. Ha, zum Dahinschmelzen, zum Verlieben. Ha, ich weiß, dankeschön. Du alter Schmeichler, du. Nom. Random Kai, in wenigen Augenblicken wirst du in der Kalos-Region ankommen. Lerne dort allerlei Pokémon und Menschen kennen. Sie werden deinen Alltag sicherlich bereichern. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Reise. Auf geht's in die Welt der Pokémon. Mann, geht der Text schnell weg. Aber darauf war ich auch vorbereitet. Was haben wir denn da für ein Pokémon? Ja, was bist du denn? Ich glaube, du bist ein Datiri, kann das sein? Ohne groß zu spoilern, aber ich glaube, du bist ein Datiri. Schnabelattacke, los! Du geile Sau! Aua! Das hat irgendwie wehgetan. Ja. Da wurden wir unflätig geweckt und stehen jetzt hier in unserem Haus mit unserem sexy Pyjama. Und ich würde sagen, wir legen eigentlich direkt los und gehen runter und machen uns Frühstück, denn, ja... Ich hab Hunger! Na, Mom? Guten Morgen, Random Kai. Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast du dich vom Umzug erholt? Aber Random Kai, du hast ja immer noch deinen Schlafanzug an. Wirf mal einen Blick in den Spiegel in deinem Zimmer und zieh dir was Ordentliches an. Hä, hey, das ist voll rassistisch. Ich darf ja auch im Schlafanzug rumlaufen, wenn ich das darf. Und wenn ich es will. Gut, aber wenn unsere Mutter sagt, wir sollen in den Spiegel gucken, weil wir unglaublich geil aussehen, dann machen wir das auch mal. Random Kai betrachtet sein knackiges Antlitz im Spiegel. Hi. Und hat sich geschwind umgezogen. Wie ein Experte. Ja, Kinas, da sind wir. Ich hoffe, unsere Mutter wird diesmal nicht so kritisch über uns reden, wie eben. Es wird Zeit, dass du etwas frische Luft schnappst. Wie wäre es, wenn du unsere neuen Nachbarn begrüßen gehst? Dir kann's ja gar nicht schnell genug gehen, ja? Wie wär's mit Frühstück? Ich hab noch gar nichts gegessen, Mann! Was geht?
So, Datiri, du hast mich eben geweckt, ja? Ich hab zwar einen Wecker, danke trotzdem. Ja, Tirilli, hallo, ja, hier. Okay. Gut, Kinas. Ich würde sagen, wir tun das, was uns unsere Mutter befohlen hat und gehen raus. An die frische Luft. Hallo. Na, ihr beiden? Was geht? Hallo, ich bin Serena. Ich wohne gleich nebenan. Und ich bin Senna. Schön, dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. Hey! In der Kalos-Region gibt es einen berühmten Pokémon-Professor namens Platan. Ich habe schon von ihm gehört, eben im Intro. Ja. Er hat uns 2 und 3 weitere Kinder. Uns 2? Uns 3 und 2 weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auserkoren. Woher er dich kennt, obwohl du doch gerade erst nach Assisia gezogen bist, ist uns aber ehrlich gesagt schleierhaft. Aber das finden wir schon noch heraus. Gehen wir erstmal ins Nachbarstädtchen. Dort bekommen wir angeblich Pokémon. Also los, den letzten beißen die Yorklef. Hey! Boah, sind die gut drauf. Die sind ja bestimmt mit Endorphinen vollgedröhnt. Ja. Hallo. Hallo, Rihorn. Warte mal, ich möchte auf dir reiten. Dann nicht. Ich glaube, er hat keinen Bock. Ne? Und bevor er mir den Ball kaputt beißt, weil er zu abgefuckt ist, lassen wir ihn besser mal in Ruhe. Guten Tag. Ja, ein eigenes Pokémon wäre schon toll. Dann könnte ich überall hinreisen. Das wäre echt geil, ne? Ach, Kinas, der Anfang hier ist so gemächlich und schön. Ich find's total krass. Hallo. Oh, du bist doch der Junge von nebenan. Willkommen in Assisia. Ich habe eine Tochter in deinem Alter. Ihr Name ist Serena. Ich hoffe, ihr werdet euch gut verstehen. Hoffe ich auch. Ja, ich hoffe, wir werden gute Freunde, Serena. Ja. Hi. Na? Jedes Mal schön, wenn man sein knackiges Antlitz im Spiegel bestaunen kann. Ist jedes Mal geil. Ha, ich finde, das Let's Play wird extrem cool. Auch wenn ich glaube, dass es nicht so lang werden wird, weil die Kalos-Region extrem, naja, kurz ist, würde ich sagen. So lang ist die nicht, ne? Aber okay, wir kommen schon noch drauf zu sprechen. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Dank der neuesten Kommunikationstechnik können wir inzwischen jederzeit rund um den Globus nach Leuten suchen, um gleichzeitig miteinander spielen zu können. Ich würde sagen, das machen wir direkt auch mal. Wir stellen eine Internetverbindung her und speichern. Und dann müssen wir nur noch warten, bis wir verbunden werden. Und dann können wir mit anderen Leuten Kontakt aufnehmen, können mit denen spielen. Insofern wir ein Pokémon haben, was wir momentan noch nicht haben, wie ihr sicherlich wisst, oder? Richtig. Ja, ich habe gerade eben schon gespeichert, aber ansonsten geht's dir gut, ne? Dankeschön. Und da ist der gute Peter schon online, ja. Die alte Wildsau. Assisia ist schon ein schöner Fleck Erde, aber in der Kalos-Region gibt's angeblich noch jede Menge andere sehenswerte Städte. Wenn ich groß bin, mache ich eine Reise, um sie alle zu besuchen. Oh ja. Na sieh mal einer an, wenn das, was du an deinen Füßen trägst, mal keine Turbo-Treter sind. Das erinnert mich an eine Melodie aus der Fernsehwerbung. Los, 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 ein Knopfdruck auf B und ab geht die Sause, juchhe! Das war ja echt knackig. Wenn er soweit ist, werde ich auch meinen Sohn ein Pokémon anvertrauen. Denn wer auf Reisen geht, erfährt auch mehr über sich selbst und reift zu einem Erwachsenen heran. Warte mal, die gehört bestimmt das Blag unten, oder? Oder das Rumrennende hier. Ein Rihorn ist echt total groß. Ich würde gern wissen, wie es kämpft. Hi, na du? Mein Kleiner ist völlig vernarrt in das Rihorn, das deine Mutter mitgebracht hat. Es sind eben die kleinen Dinge, die in Kindern die Begeisterung für das Trainingsdasein entfachen. Oh ja, das stimmt wohl. Wahre Worte. Oh, Peter, dankeschön. Wenn das mal keine Pflicht ist, sowas zu tun, mich zu tollen. Es ist ja von der Skizze zum Meisterwerk. Oder anders gesagt, vom Neuankömmling zum King Kyrule. Ja. Ah, Route 1, es ist ja Fahrt. Und das war's auch schon mit Route 1. Sehr gut, haben wir auch abgehakt. Check. Hey, Random Kai, hier drüben sind wir. Ja, Serena, ich komme. Wir haben gerade von dir gesprochen. Komm, setz dich zu uns.
Boah, ist die verrückt geworden, ey. Die ist richtig aufgedreht, Mann. Da wären wir also, Random Kai. Das ist der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen? Das ist Random Kai. Du bist das also. Senna hat uns schon von dir erzählt. Random Kai kennt die Hälfte von uns noch gar nicht. Ich stelle ihn besser mal alle vor. Das hier ist Tierno. Er liebt imposante Tänze. Das ist Trovato. Ein Meisterhirn, das bei jedem Test die volle Punktzahl abräumt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Schön, euch alle kennenzulernen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Wie findet ihr zum Beispiel Lord Air? Nix da, ich habe eine viel bessere Idee. Mini Air passt viel besser zu ihm. Trovato. Trovato, hast du auch einen Vorschlag? Was? Ich soll einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben? Aber gut, wenn ihr darauf besteht. Wie wäre es dann mit Monsieur Air? Fragen wir am besten den, der später mit dem Spitznamen leben muss. Ich würde sagen, ich bestimme ihn selber, weil, naja, die Vorauswahl hier ist extrem scheiße. Ich würde sagen, King Kai Rule, so, wäre zwar cool, aber ich denke, ich nehme mich trotzdem Kai. So als Kurzform, wisst ihr? Oder Keile. Keile, ja, Keile. So hat mich früher meine Englischlehrerin immer genannt. Das passt auch extrem gut zur Carlos-Region, weil die soll ja Frankreich widerspiegeln. Deswegen Kai und Le. Le ist französisch für der, also Kai der. Ja. Du willst also Keile genannt werden? Ja! Schön, Keile ist ein perfekter Spitzname für dich. Wir werden uns bestimmt gut verstehen, also nenne ich dich auch einfach so. Aber jetzt spann uns nicht so lange auf die Folter, Tierno. Zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Mach ich sofort. Trovato Tomato und ich haben schon Pokémon. Trotzdem bin ich irgendwie neidisch auf euch drei. Und es kommt zur Auswahl zwischen dem Pflanzen-Pokémon Igamaru, dem Feuer-Pokémon Phönix und dem Wasser-Pokémon Froxy. Und tja, Akinas, ich kann euch sagen, als ich das Spiel zum Release gespielt habe, habe ich Froxy genommen. Mache ich auch jetzt. Bitteschön. Du hast dich für Froxy entschieden. Froxy erhalten! Ja. Ich gebe ihm keinen Spitznamen. Er bleibt bei Froxy. Ich muss auch mal gucken, ob ich Abonnenten nach Pokémon benenne. Oder war es Pokémon nach Abonnenten? Mal gucken. Ich muss mal schauen. Ich nehme es ja so ein bisschen auf Vorrat auf, aber mal, wir schauen mal, ne? Aber für meinen Froxy erstmal kein Spitzname, dankeschön. Aha, du willst deine Pokémon also keinen Spitznamen geben? Tja, auch gut. Na schön, ich hätte gern Phönix zum Gefährten. Hui, wir zwei geben vielleicht ein süßes Team ab. Wer uns sieht, kriegt glatt einen Zuckerschock. Hallo Igamaru, ich bin Serena. Nett, dich kennenzulernen. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, denn ohne dich wäre ich jetzt kein Pokémon-Trainer. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe auch noch etwas für euch. Dieses nützliche Gerät wird euch dabei helfen, euer Wissen über die Pokémon zu vertiefen. Ich halte einen Pokédex! So ist es. Der Pokédex, den ich euch überreicht habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Und wenn ich da mal den Wikipedia-Tendo-LP rausholen darf, man bekommt erstmals in der Geschichte der Pokémon den Pokédex nicht vom Professor. Sehr, sehr dubios, nicht wahr? Er legt automatisch für jedes Pokémon, dem er begegnet, einen Eintrag an. Zu eurer Information, der Pokémon-Professor erwartet, dass wir mit unserem Pokémon auf Reisen gehen und den Pokédex vervollständigen. Ansonsten werden wir zu Sklaven gemacht. Und das wäre nicht ganz geil, nein. Mit anderen Worten, der Professor hat uns eine sehr wichtige Mission anvertraut. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Mach dich mal locker, Trovato Tomato. Arbeit muss nicht immer von dem Vergnügen kommen. Keile, schau mal her. Das ist ein Brief vom Professor. Er ist an deine Mutter adressiert. Liebesbrief oder so. Brief vom Prof erhalten! Brief vom Prof wurde in der Basis-Item-Tasche hinzugefügt. Professor Platan wird sicher erfreut sein, dass die Übergabe glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. Ja. Wir wurden aus allen Kindern der Kalos-Region auserwählt, um ausgerüstet mit einem Pokémon und einem Pokédex auf Abenteuerreise zu gehen. Aber bevor es soweit ist, solltest du deinen Brief an deine Mutter überreichen. Mache ich. Gerne. Wenn es nichts anderes ist, warum denn nicht? Einen Moment noch, Keile! Ich hätte gerne, dass du mein erster Gegner bist. Hey, es ist soweit, Phönix. Unser erster Kampf! Ein Pokémon, das so knuffig ist wie du, kann ja gar nicht verlieren.
Und das ist eine der besten Rivalenmusiken, die man haben kann und die es gibt. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Senna. Fünks wird in den Kampf geschickt, die alte Drecksau. Und wenn ich da auch mal wieder den Wikipedia-Tendo-LP rausholen darf, zum ersten Mal kämpft man gegen ein Rivalen-Pokémon, das im Typen Nachteil ist, ja hallo. Und wir haben direkt schon Blubber drauf, ja, würde ich sagen. Fünks, du kannst mir einen blubbern, ich mach den Blubber und mach dich jetzt erstmal platt, mein Freund. Okay, und wie ich sehen kann, haben wir 19 KP, das heißt, ein Wesen, das den KP-Status senkt, aber irgendwas anderes erhöht. Wir gucken gleich mal. Wir sehen, Fünks ist ein bisschen schneller als wir. Die alte Wildstute, wie kann sie es denn nur wagen? Aber egal, das war's für dich. Fünks macht zwar seinen Glutattacken-Gedöns, aber wir... Hallo? Ey, wenn wir jetzt beide sterben, das wäre ja übelst kacke. Hallo? Das ist mir noch nie passiert. Bleib am Leben! Oder warte mal. Ist es noch... Ist es hier so, dass man pro Runde verbrannt wird? Oder es sieht gerade nicht so aus, oder? Nö. Okay, dann nicht. Oh nein! Ich wollte meinem süßen Fünks eigentlich noch ein bisschen länger zusehen. Yes, Mann. Hast verloren. Bist schlecht. Merkst du dir gut, ne? Wow, du hast echt drauf, Keile. Warte, ich halte ein Pokémon. Sag deiner Mutter einen schönen Gruß von mir. Die alte Stute. Okay. Mache ich. Aber das ist wohl die kleinste Route, die ich jemals gesehen habe, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, falsches Haus. Da bin ich hier schon 5 Minuten am Rumlaufen und weiß noch nicht mal, wo mein Haus ist. Aber Kinners, guck mal kurz auf die Partlänge und wenn sie human ist, würde ich sagen, beenden wir hier erstmal den Part. Und beim nächsten Mal machen wir hier weiter und gehen raus in die große Welt der Pokémon. Und das mit den Händen war übrigens abgetimt, dass ich es gerade sage, wegen große Welt der Pokémon. Von daher gesehen, Kinners, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Oder einen Daumen nach oben, ist eure Wahl. Von daher gesehen, haut rein. Ciao!